So Leute, willkommen zum neuen Video. Heute geht's an den Tesla. Ich habe ja schon gesagt, es geht direkt weiter. Fahrwerk liegt im Kofferraum. Wir können mal ganz kurz aufmachen. Da ist es. Es kommt natürlich ein V3 rein. Ne? Ihr habt es natürlich alle erraten, aber es ist natürlich auch eines der besten Fahrwerke für den Tesla oder generell. Und wir sind in Leipzig bei Silent Drive, bei Car Evolution. Das ist quasi die Werkstatt, in der der Christian alle seine Sachen umbaut. Da ist er übrigens, der Christian von Silent Drive. Dein Auto steht da hinten. Du hast wirklich bei dir einfach einmal alles angekreuzt. Ne? So. Ja, als Vorführer musst du das große Kreuz nehmen. Ja. Was hast du für ein Fahrwerk drin? Auch KW? Es war 3. Aber KW für mich 9 plus Ultra in allen Bereichen. Ne? Ich fahre im BMW KW, ich fahre im GTR KW, ich fahre im Tesla KW. Und für mich kam auch gar nichts anderes in Frage außer KW. Für mich auch nicht. Ja. Und gerade das V3 ist ja einfach so die perfekte Mischung zwischen, du kannst es noch geil im Alltag nutzen, du kannst es komfortabel einstellen, du kannst trotzdem sehr tief fahren. Die Dämpfer funktionieren gut bei der Tiefe. Ne? Ich muss aber auch da sagen, dass die originalen Tesla-Fahrwerke, gerade hier Model 3, deutlich besser geworden sind wie früher. Wesentlich. Ich bin vor einem Jahr ein Long Range Model 3 gefahren. Ja. Und das war bis, also von einem Jahr bis jetzt, war schon ein Riesenunterschied. Glaube ich. Muss ich echt sagen. Ich bin damals das 4700st produzierte Model 3 gefahren, was wir nach Deutschland importiert hatten 2017. Krass. Da hast du gedacht, die Transportsicherung ist noch in den Dämpfern drin. Das war Vorsprung. Also es ist wirklich schon einiges besser geworden, aber ich glaube, mit dem KW wird es noch mal viel, viel geiler, weil die Dämpfer auch viel feinfühliger agieren. Ne? Und das Krasse ist, ich dachte erst so, ja, Auto ist ja auch so schwer und so, da muss das Fahrwerk so hart sein, dass das irgendwie getragen wird, aber so schwer ist er gar nicht. Er wiegt nur 1,8 Tonnen. Ne? Ja. Also eigentlich genauso schwer wie der GTR auch. Ein M4. Genau, es ist schwerer. Genau, ein M4 ist schwerer. Ist echt verrückt. Und gerade jetzt auch bei mir als Standard-Range, ne, ist ja nochmal ein bisschen leichter als jetzt ein Long-Range oder ein Performance. Also ich freue mich sehr drauf. Jetzt bleiben erstmal die 18 Zöller drauf, die jetzt drauf sind. Es kommen noch Distanzscheiben drauf, damit die so ein bisschen besser stehen. Ja. Wie viel dürfen wir? Rein. Mach ruhig, mach Grenze. Ja? Ja, warum nicht? Geht so viel? Nee, Ja, ich weiß. Also, da müssen ja auch noch 20 Zöller drauf, ne? Die kommen dann im März drauf. Also können wir 40, 45 machen? Ja. Nur dann? Ja, wir wollen ja gute Reichweite generieren. Ne? Das ist ja auch, ist ja auch so eine Sache. Man generiert mit einem Fahrwerk beim Tesla mehr Reichweite, weil du natürlich die Effizienz höher schraubst, weil das Auto weniger verbraucht. Ne? Luftwiderstand ist geringer und umso tiefer du schraubst, umso geringer ist der Luftwiderstand. Wir haben es ermessen damals mit Next Move damals, das Video. Was habt ihr da so rausgekriegt? 8%. Wir sind 8% gefahren mit 3 identischen Fahrzeugen damals. Ja. Und das eine war das Prototypenauto damals mit KW mit dem V3 drin. Und wir haben am Ende errechnet 8%. Ja. Boah, geil. Aber dann auch bei 45 mm, oder wie? Ja, wir hatten TÜV-Unnormalsgrenze, so wie ich jetzt auffahre. Ja, sagst du, man kommt gut klar mit 45 mm, so Parkhäusern und so? Oder ist also wenn man schon lange tief fährt und ich fahre es seit 20 Jahren, dann weiß man, was man sich stecken kann. Ja, ich fahre seit nicht 20 Jahren, aber lass mal rechnen, seit 11 Jahren. So. Also, weißt halt, wo du rein kannst und was du lässt. Wir haben halt einen sehr langen Radstand. Ja. Das heißt, die Mitte ist du fängst an zu kippen. Genau, richtig. Genau. Nee, wir machen, mach ruhig. Mach ruhig aufs Maul, auf die Fresse. Schon runter. Guter Plan. Sehr guter Plan. Ja. Wir fangen an. Ich freue mich sehr. Ich würde sagen, los geht's. Soweit drin. Jetzt kommen gleich noch die Spurplatten drauf. Wir machen Vorderachse 16 mm, Hinterachse 30 mm, damit er noch mal ein bisschen besser steht. Der Herr ist mittlerweile auch angekommen. Oh. Gut, dass Autofokus drin war. Ah, perfekt. Ah, nee, du wolltest so machen, ne? lass mal kurz rausgehen zu deinem Auto. Gerne. Weil ich muss den Leuten mal zeigen, wo ich meine Inspiration hergeholt habe für die Frontfolierung. Und vielleicht noch für neue Rückleuchten? Ja! Die versuchen mir hier heute alle schon neue Rückleuchten anzudrehen. Guck mal, das habe ich mir nämlich bei Jonah abgeguckt. Der hat das nämlich vorne auch so. Aber er kennt ja sein Auto. Das war ja schon mal in dem Video sehr lange zu sehen. Ich finde, das macht so viel aus, ne? Ja, aber es ist noch ein bisschen was Neues dazu gekommen. Es ist noch was Neues dazu gekommen. Ja, zeig mal. Pass auf, erstmal gehen wir nach hinten und dann gehen wir noch in den Innenraum. Ja. Einmal die sehr dreckigen Rückleuchten. Ja, die habe ich ja schon gesehen, ja. Geil. Das sind dynamische Rückleuchten, also die blinken so schön wie bei deutschen Herstellern. Und dann im Innenraum ist noch ein neuer Dachhimmel drin. Darf man reinfahren? Oder? Mal rein. Ja, mega. Der war ja davor schon schwarz, aber jetzt sind hier noch so Ziernähte hinten. Ja. Und eine Jacke. Ziernähte? Ja, sieht man.
Ja, Innenraum wird bei mir auch noch so ein Thema. Innenraum wird bei dir auch ein Thema? Ja, ja, wird auch noch ein Thema. Ja. Aber das wird noch ein bisschen dauern. Vorher muss der BMW fertig werden, damit ich ein Auto habe, mit dem ich fahren kann. Das verstehe ich. Jetzt wird der Daily doch zum Projekt. Verrückt. Verrückt, ja krass. Ey, ich freue mich drauf. Das wird gleich so geil. Ich habe gesagt, mach so tief wie TÜV geht. Ne? Also wir haben wirklich auf die Fresse gemacht. Ja, genau so tief ist es dann. Ja, ne? Ist exakt so. Warte, muss man mal gucken. Ja, aber ich habe ja die 18 Zöller drauf. Das ist ja 20 Zöller. Na, aber der Rollumfang ist ja der gleiche. Ja, stimmt. Ja, geil. Gut. Ne, damit kann ich leben. Ja. Das ist ganz geil. 8% Reichweite, meinte Christian, ja, haben sie damals ausgerechnet und rausgefahren. Ich bin sehr mal gespannt, ob man das spürt so. Ja, 100% und gerade bei hohen Geschwindigkeiten. Ja, ne? Ja, weil du hast ja dann deutlich weniger Luftverwirbelungen und das macht das alles effizienter. So, wie gesagt, Spurplatten kommen jetzt noch drauf und dann werden die Felgen wieder drauf gesteckt und dann sind wir auch schon fertig. Es geht alles echt fix. Wenn man mit Profis arbeitet. Geht, ja. Was haben wir jetzt verstellt noch am Fahrwerk? Ist das ein Geheimnis oder ist das dann? Das ist streng geheim. Streng geheim? Ja, ja. Also Setups, wir haben weiter gemacht, aber, ja, ne? Ja. Also ich finde die Serieneinstellung, die KW damals auf dem Seven Post rausgefahren hat, finde ich für unsere Stadt jetzt Leipzig zu hart. Ja. Deswegen geil, wir haben einen Kameramann dabei. Hallo. Ui. Ein Gimbal. Nee, finde ich zu hart, deswegen gehen wir ein Stückchen weiter. Ja. Ja. Und dadurch, dass du es wirklich viel fährst, also 98% daily. Ich werde vielleicht 2-3 Runden im Jahr mal über die Nordstadt fahren damit. Aber es muss ja mal gemacht werden. Ne? Bilzerberg. Komm mal. Ja, Bilzerberg vielleicht auch. Ja. Das machen wir zusammen. Ja, Bilzerberg Bremse. Denkst du, das funktioniert mit der Serienbremse? Zwei Runden, ja. Zwei Runden. Zwei Runden. Aber Nordschleife, ich habe überlegt, ob ich mal eine GLP damit fahre. Bist du schon gefahren mit deinem, ne? Nein? Ich bin Nordschleife bin ich mit Werner gefahren im Perfektionstraining. Bist du mit deinem noch gar nicht so wirklich Nordschleife gefahren? So? Ich muss ganz ehrlich sagen, vor den Terroristenfahrten habe ich einfach zu viel Respekt mit meinem Auto. Ja. Ich bin damals mit einem Leihwagen auf den Ringbrücke mal gefahren. Du musst während der Woche abends hingehen. Naja, ich habe halt entspannte 5,5 Stunden Anfahrt. Ja. Ja. Also, da müsste ich meinen Feierabend etwas vorverlegen, wenn ich das machen würde. Ja, okay, verstehe. Nee, die Nordschleife hatten wir für uns selbst fast den ganzen Tag für uns. Und da konnte ich zumindest mal so fahren, da waren wir fast alleine. Und die Strecke halt so kennenzulernen mit dem Tesla. Aber während der Touristenfahrten habe ich einfach zu viel Respekt, muss ich sagen. Ja. Okay, oder wir machen es einfach mal zusammen. Ja, du fährst vor, ich war nach. Ja, das können wir machen. Jonah kommt auch mit. Ja. Bist du schon gefahren mit deinem? Ich bin noch nie Rennstrecke gefahren mit meinem. Felix war nur. Ja, nur Felix. Okay, dann müssen wir. Ich hab da auch zu viel Respekt vor. Die alle mit zum Launch. Wir fahren alle zusammen. Bilzerberg zusammen. Wir fahren alle zusammen. Bilzerberg bin ich auch schon gefahren. Ja. Geil. Okay. So, da sind die Spurplatten hinten. Wie gesagt, 30 mm auf der Achse, also 15 mm pro Spurplatte. Und vorne sind es halt 16 auf der Achse, also dann 8 pro Spurplatte. Ist dann schon. Bisschen breiter. Das wird man schon sehen, denke ich. Vorne ist halt relativ entspannt, aber ich glaube, das wird man auch wahrnehmen. Gerade vor allem, wenn das Fahrwerk drin ist und der Reifen dann sowieso näher an die Kotflügelkante kommt, dann machen auch 8 mm einiges aus. Guck mal, ein Rad ist schon drauf. Sieht jetzt schon im noch nicht abgelassenen Zustand deutlich tiefer aus als vorher. Breiter auch, ja. Geil. Ich bin gleich mal gespannt, wenn wir den runterlassen, wie das dann wirkt. Gut, sagst du, ne? Kann ja nur besser werden. Habt ihr auch mal Tests gemacht, was diese Radabdeckung wirklich bringt? Damals, glaube ich, zunächst Move-Zeiten haben wir das mal gemacht. Verschwindend gering, also rein rechnerisch waren es 1% oder sowas. Ja, wir hatten das mit den Aerocaps und 18 Zoll damals probiert. Ja, es war, rechnerisch haben wir es rausgefunden, aber es ist dann, glaube ich, Spielerei. Aber was krass ist, wir haben letzte Woche darüber gesprochen, über Verwirbelung. Ich war ja die MB Design KV1, also 5 Speichen Luft. Ja. Und du fährst ja die OZ Rally Racing. Das ist schon krass, was Luftverwirkung ausmacht im Verbrauch. Ja. Also bei euch zwei Merkmale. Ich merke es immer bei Felix, weil Felix hat ja komplett diese Concava, wie heißt die Concava? CVR2. Genau, komplett auch offen. Ja. Und bei uns sind so 20. Manchmal, wenn wir über 200 fahren, 30% Unterschied. Ach, krass. Ja, ich bin mal gespannt, ob ich auch zu den OZ, ich habe ja die OZ Aero, aber nicht die Aero E, sondern nur die normalen Aero, ob ich da einen Unterschied merke. Also die dürften ja ein bisschen mehr verbrauchen als die, ne? Allein auch wegen Reifenbreite und so. Genau, wobei wir fahren immer 235er. Ja. Fährst du ja dann auch 235 war ich. Ach, du hast eine, du hast 245, okay. Ja. Du könntest theoretisch auch 235 fahren. Ein bisschen dann hättest du sparsam, zumindest oder? Dieselbe Breite, genau. Ja. Optisch hättest du ein bisschen mehr Stretch. Mhm. Also vom COC her dürftest du es eigentlich fahren, das könnte man nicht probieren. Aber du fährst dieselbe Breite. Aber ich glaube, es wird allein Fahrwerk und felgentechnisch wird es merkbar sein. Du wirst ja den einen oder anderen Test fahren, was Verbrauch angeht. Ja. Das wirst du, denke ich, merken. Ja. Wobei also, das Nonplusultra schon ganz klar die Aerodiszenz ist. Ja. Geschlossen ist. Aber du sagst, es macht nicht so viel aus, wie das Fahrwerk mir jetzt bringt, oder? Also 8
8%? Wird es nochmal 8% schlechter mit den anderen Felgen? Nein. Ja, dann ist okay. Dann bin ich zufrieden. Dann machen wir es so. Ja, ich kann eh nochmal zurück. Die Felgen liegen ja auch schon da. Nee, ja. die sind gut. Die sind ja auch nun letztendlich auch von UZ. Gibt es ja schöne Beispiele, Animationen, was sie sich dabei gedacht haben. Ja. Das passt schon. Oh, dann lass mal gleich ab. Oh, geil. So, der Moment der Wahrheit. Ablassen ist angesagt. Und wir gucken mal, was das hier wird. Aber ich denke, das wird sehr gut. Das sieht schon viel besser aus wie vorher, aber der ist, glaube ich, noch gar nicht richtig frei, ne? Oder die Bühne drückt noch ein bisschen nach oben. Boah, nein. Du hast die 8mm Spurplatten vorne doch ausmachen. Mega. Und hinten sieht man es natürlich echt deutlich. Oh, ich bin so gespannt, wie das aussieht nächstes Jahr mit den Sommerfelgen. So muss das sein. Ja, auch wenn man vorne drauf guckt, ne? Wenn die Lippe näher an den Boden kommt und so. Macht schon alles einen geilen Unterschied. Sehr geil. Ich muss mich jetzt erstmal verabschieden. Das Auto geht nämlich jetzt noch zur Vermessung und zum TÜV natürlich. Und dann zeige ich euch später nochmal ein paar Bilder, wenn dann die Radkappen drauf sind und da draußen steht und ein bisschen gerollt ist. Dann sitzt er sich ja auch nochmal ein bisschen. Genau, dann seht ihr nochmal im Ganzen. Bis später. Der erste Moment, wo du dein tiefes Model 3 siehst. Viel also, besser. Ich hab's ja schon tief gesehen, aber noch nicht jetzt mit Radkappen so stehen. Die Federn haben sich nochmal ein bisschen gesetzt und so, ne? Also muss es doch sein. Sieht aus wie ein anderes Auto. Und jetzt fährt es ja auch noch viel geiler. Das ist ja das. Na, das wirst du gleich noch herausfinden. Ja? Boah, mega geil. Danke dir. Gerne. Sehr, sehr cool. Leute, 2000 Kilometer bin ich jetzt mit dem neuen Fahrwerk schon gefahren, aber bevor wir gleich drüber reden, wie ich das KWV3 finde und ich euch so ein bisschen meine ersten Eindrücke mal schilder, wollte ich euch noch eine Erinnerung geben für alle, die ihre THG-Quote noch nicht beantragt haben für 2022 und das gerne machen wollen. Ja, ich habe es auch noch gemacht, das ist nämlich super geil, weil du kannst auch noch am Ende des Jahres, ich habe es am 8. Dezember beantragt, fürs ganze Jahr quasi noch deine THG-Quote einfordern. Check unbedingt mal die Carbonify-Seite, die waren ja schon bei mir mit auf dem Kanal. Der Alex, der Mitgründer, ist ja ein guter Freund von mir, denn die haben bis Ende des Jahres noch eine Aktion, nämlich 100% der THG-Quote minus eine 15 Euro Bearbeitungsgebühr geht an euch. Das sind 401 Euro. Ja, ihr seht auch hier auf der Seite, ich bin da auch hier mit Motorwoche, mit Logo vertreten. Ist ein mega geiles Angebot für Privatpersonen, auch steuerfrei, für Geschäftskunden, die müssen das Ganze natürlich versteuern. Ich habe direkt, wir können mal ganz kurz auf mein Konto gehen, hier seht ihr es, ich habe direkt für 2022 und für 2023 meine THG-Quote beantragt, weil das sind auch für 2023 mindestens 310 Euro, die man quasi im Jahr ja da zurückkriegt und das ist fast schon die Versicherung von meinem Tesla Model 3, die dadurch quasi einfach for free ist. Also checkt das auf jeden Fall gerne mal ab. Carbonify ist ein Unternehmen, das quasi eine große Menge an THG-Quoten einsammelt, damit man echt gute Preise erzielen kann und die haben auch schon für 2023 über zehntausende THG-Quoten eingesammelt. Das heißt, da werden die auch geile Preise an euch raushauen können. Link dazu ist in der Videobeschreibung und denkt dran, bis 31.12. geht 100% der THG-Quote von 2022 noch an euch. Und der Alex hat mich gebeten, noch darauf hinzuweisen, es gibt sogar gerade noch ein Gewinnspiel. Das heißt, alle THG-Kunden bei Carbonify können nochmal Porsche Taycan fahren, gewinnen für 2 Monate. Also das auch wirklich ganz cool. So, aber jetzt gucken wir uns mal mein Auto an von außen. Und sieht das nicht geil aus. Also er hat sich wirklich nochmal ein gutes Stück gesetzt. Und ich finde, man sieht auch die Spurplatten wirklich extrem, auch wenn die Räder nach meinem Geschmack noch ein bisschen weiter rauskommen könnten. Aber ich sag mal so, da kommen ja noch 20 Zöller drauf im März. Und dann wird der nochmal ein bisschen besser stehen. Aber ich bin auf jeden Fall schon mal super happy, weil das sieht optisch schon mal ja viel, viel geiler aus als vorher. Ich bin sehr gespannt, wie das dann im März mit den 20 Zöllern aussieht. Und es fährt natürlich auch viel besser. Also Leute, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Dieser Unterschied, was so ein Fahrwerk macht, ist einfach geisteskrank. Die Dämpfer, die jetzt drin sind vom KWV3, sind einfach jetzt für die Tiefe gemacht. Ne? Man könnte natürlich auch hingehen, könnte einfach die günstige Variante machen und könnte sagen, ey, wir machen hier irgendwie 35er Federn rein. Aber dann ist das Problem einfach, dass du die Dämpfer auf einmal in einen Operationsbereich schiebst, wofür sie eigentlich gar nicht gebaut sind. Und das ist bei so einem V3 einfach anders, denn so ein V3 ist für die Tiefe gebaut. Und gerade beim Tesla macht ja die Tiefe nicht nur optisch Sinn, sondern die Tiefe macht natürlich auch reichweitentechnisch echt Sinn. Ich habe so ein bisschen das Problem gehabt, dass ich einen Tag später auch noch Winterreifen aufs Auto gemacht habe, die natürlich mehr Abrollwiderstand haben, ja, und dadurch eigentlich ein bisschen mehr verbrauchen als die Sommerreifen. Dazu kommt auch noch, dass das genau die Woche war, in der es so krass kalt geworden ist, ja, in der wir die ganze Zeit diese Minusgrade hatten. Ihr erinnert euch bestimmt, das war so Mitte Dezember. Ja, das ist so ein bisschen das Problem einfach gewesen, dass ich da verbrauchstechnisch bis jetzt noch nicht so richtig, richtig gut einschätzen konnte, was es ungefähr bringt. Wir haben ja am Anfang des Videos schon drüber
gequatscht, dass es so um die 8% bringen soll. Und das kann ich mir auch sehr gut vorstellen, weil das Auto ist jetzt schon 45 mm tiefer. Also es ist schon einiges. Und 8% ist zwar auch einiges, aber wenn man das Auto von außen sieht, ist es auf jeden Fall vorstellbar. Ein bisschen bilde ich mir es auch ein zu merken, aber es ist eher, wie Jonah gesagt hat, dass man das hauptsächlich in höheren Geschwindigkeitsbereichen merkt. Also umso schneller man fährt, umso mehr kommt es natürlich zum Tragen, umso mehr kommt die Aerodynamik zum Tragen, umso mehr spart man. Wenn man jetzt 160 fährt, ist der Unterschied zu 160 davor fahren auf jeden Fall wahrscheinlich deutlich spürbarer, wie wenn man jetzt nur 100 oder 110 fährt. Aber ich fahre mit dem Auto meistens relativ langsam. Also so der Sweet Spot, den ich so rausgefunden habe, wo ich dann auch so um die 10 kW auf 100 km verbrauche, der liegt so bei 105 km/h. Das fahre ich meistens, weil ja, ich habe es nicht eilig aktuell, sage ich mal so. Und ich finde es einfach geil zu versuchen, einfach wenig zu verbrauchen, um mit wenig von A nach B zu fahren. Und ich will auf jeden Fall auch noch so einen Reichweitentest machen und versuchen, die 600 Kilometer mit einer Akkuladung zu schaffen. Es gibt ja einige Videos, die sogar deutlich über 600 Kilometer geschafft haben. Ich glaube, 600, knapp an die 80, 675 oder so, war der Rekord, den ich bisher gesehen habe, mit einer 60 Kilowattstunden Batterie und im Tesla Model 3 Standard Range, was schon echt krass ist. Ob ich das schaffen werde, weiß ich nicht. Aber die 600 Kilometer Marke würde ich schon gerne mal knacken mit einer Akkuladung. Und ich glaube, das ist auch machbar. Beziehungsweise ich habe wirklich genug Videos gesehen, die das gemacht haben oder wo es geklappt hat. Jetzt ist natürlich nur Winter. Ja, im Winter verbraucht das Auto generell ein bisschen mehr. Alleine schon, wie gesagt, wegen den Winterreifen, weil der Rollwiderstand höher ist. Aber natürlich auch wegen verschiedenen anderen Einflüssen. Ne? Einflüssen von draußen. Die Straße ist oft nass und man kennt das bestimmt. Durchs Wasserschwimmen ist auch anstrengender, wie einfach über den Asphalt laufen. Wenn eine gewisse Wasserschicht auf der Straße ist, die verdrängt werden muss, verbraucht das Auto auch automatisch mehr. Im Schnee natürlich noch mehr. Dann kommt die Kälte dazu. Das heißt, das Auto heizt, das Auto temperiert den Akku, damit die Leistung abgerufen werden kann und so weiter und so fort. Das sind natürlich alles kleine Einflüsse, die dazu führen, dass das Auto mehr verbraucht. Aber ich schaffe es trotzdem. Und das ist wirklich krass, das Auto im Alltag ohne ansatzweise auch nur irgendwie vorsichtig zu fahren, locker flockig unter 14 Kilowattstunden zu fahren. Meistens habe ich so 12,3 bis 12,8 Kilowattstunden Verbrauch auf 100 Kilometer, auch mit viel Autobahn, aber wie gesagt, fahre da meistens so um die 105 bis 110. Das ist so meiner Meinung nach der Sweet Spot bei dem Auto. Man kann noch langsamer fahren und das bringt dann auch definitiv noch mehr. Also wenn man so 90, 95 fährt und sich hinter so einem LKW hängt, dann verbraucht das Auto noch weniger, aber das ist dann prozentual im Vergleich zu dem, was es verbraucht, wenn du 105 oder so fährst, so ein geringer Unterschied, dass es sich für mich nicht lohnt. Da fahre ich lieber 10, 15 km/h mehr und habe dann eine halbe Kilowattstunde mehr Verbrauch. Also das geht auf jeden Fall vollkommen klar. Eigentlich müsste ich auch gar nicht auf den Verbrauch achten, weil ich kann zu Hause laden. Ich fahre quasi jeden Morgen mit 100% aus der Einfahrt raus und habe dann mehr oder weniger, selbst wenn ich Gas geben würde, locker 3, 4, 450 Kilometer am Tag zur Verfügung und die fahre ich eh nicht. Also könnte ich auch sportlicher fahren, aber es macht einfach Bock. Es macht einfach ultra Bock, dieses Auto zu versuchen, so sparsam zu fahren. Ich mache das ultra gerne. Aber sportlich geht auch, gerade jetzt mit dem V3, deutlich sportlicher als vorher und das ist das Geile, was KW auch immer wieder hinkriegt. Die kriegen es einfach hin, ein Auto tiefer zu legen. Und das nicht nur wenig, sondern wie gesagt, in meinem Fall jetzt 45 mm, optisch viel besser aussehen zu lassen. Und jeder denkt sich dann, ja, das Auto muss doch dann super schlecht fahren. Nein, es fährt deutlich komfortabler als vorher, weil die Dämpfer einfach viel feinfühliger und schneller arbeiten. Und was noch dazu kommt, ist, fährt auch noch sportlicher. Also es ist eigentlich so ein Widerspruch in sich, aber es funktioniert einfach. Die Dämpfer können das Auto einfach viel besser halten. Also auch die Federrate natürlich. Ne? Das ist ja das, was das Auto an sich hält. Aber man merkt einfach, wenn man in eine Kurve reinfährt, wenn man einlenkt, dass das Auto viel stabiler liegt, dass du eine viel bessere Abstützung hast, was auch dazu führt, dass du einfach auch mehr Grip hast. Ja? Das Auto fühlt sich viel dynamischer an und das, obwohl ich einen Tag später auch direkt auf Winterreifen gewechselt bin. Also mit den Sommerreifen, mit den 20 Zöllern und auch dem geringeren Reifenquerschnitt muss das nochmal deutlich sportlicher fahren und natürlich dann auch mit Michelin Pilot Sport 5, die ich dann als Sommerreifen fahre, nochmal deutlich mehr Grip haben. Und wir werden auch definitiv nächstes Jahr mit dem Auto eine Runde Nordschleife fahren. Einfach auch, um es mal zu testen, wie er sich so schlägt, was er da so verbraucht und ja, das Fahrwerk auch nochmal richtig zu spüren auf der Nordschleife. Habe ich Bock drauf, Alter. Generell nächstes Jahr wird sowieso Nordschleifen-Party auf dem Kanal sein. Da werden wir mit allen Autos GTR, vor allem natürlich aber auch mit dem BMW und mit dem Tesla safe Nordschleife fahren. Und ich hoffe auch mit
vielen Presseautos oder auch gerne Autos von euch. Ne? Also wenn ihr Nordschleifen-Track-Tools habt oder viele von Nordschleife seid und Bock habt, irgendwie mal ein Video mit mir zu drehen und mir euer Auto anvertraut, sagt sehr gerne Bescheid. Also ich will da nächstes Jahr definitiv viel an der Nordschleife sein und auch das eine oder andere Auto mal fahren, um auch die Vergleiche zu meinen Autos zu haben. Da gerne einfach bei mir bei Insta melden und dann können wir da gerne mal ein Video zusammen drehen. Also Fazit, KW V3 für den Tesla definitiv absolute Empfehlung. Es gibt hier auch noch das KW V3 Leveling. Wer da den Unterschied nicht kennt, kann ich das nochmal ganz kurz erklären. Das Leveling-Fahrwerk ist einfach dafür gedacht, dass du den KW Komfort hast, ja, den so ein KW-Fahrwerk mitbringt, aber trotzdem noch auf der Serienhöhe unterwegs bist. Also das Leveling-Fahrwerk ist quasi genauso hoch wie das Serien-Tesla-Fahrwerk. Meiner Meinung nach ist der richtige Weg die Tieferlegung, weil optisch viel geiler und natürlich verbrauchsärmer. Aber für die Leute, die gerne mit Serienhöhe weiterfahren wollen, weil sie Angst haben, dass sie zu viel aufsetzen oder quasi Alltagstauglichkeit durch die Tiefe verlieren, die können dann auch zum Leveling greifen. Ansonsten, wie gesagt, absolute Empfehlung. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Abo da. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Schreibt mir gerne auch mal in die Kommentare, was für Themen euch beim Tesla generell allgemein noch interessieren, was wir da noch so für Videos machen sollen. Aber gerade Roadtrip-mäßig und ja, langstreckenmäßig werden wir mit dem Tesla definitiv noch einige Zeit verbringen. Ciao, Leute.